Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und das Spezielle in der nächsten halben Stunde oder 40 Minuten, weiß ich nicht genau, wie lange es sein wird, besteht darin, dass ich ohne einen Vortrag hier hingekommen bin. Ich habe also keinen Vortrag vorbereitet. Das liegt zum einen daran, dass ich glaube, dass das Publikum ganz heterogen ist. Das heißt, es gibt viele Dinge, die ich erzählen würde, von denen viele das auch wissen oder sogar besser wissen. Und ich also nicht in Gefahr laufen will, offene Türen, Tore einzutreten. Und gleichzeitig vielleicht der eine oder andere im Publikum ist, der sich noch nicht so lange und so intensiv damit beschäftigt hat, sicher die wenigsten, aber die mag es auch geben, für die das, was ich dann erzählen würde und bereits als Selbstverständlichkeit voraussetze, dann irgendwie langweilig ist, weil das ist irgendwie für sie ja gar nicht selbstverständlich. Kurz gesagt, es ist sehr schwierig, etwas zu machen, womit man allen gerecht wird. Und die Idee von Reinhard Kahl war, dass ich quasi so als Zeuge mir alles Mögliche angucke, um danach so eine Art Conclusio zu machen. Das hat auch nicht ganz geklappt, weil ich nicht immer dabei sein konnte. Also ist es so eine halbe Conclusio, die wir machen. Wenn ich konventionell anfangen wollte, könnte ich mit etwas anfangen, was ich zwar noch nie erzählt hätte, was aber quasi die ganze Sache konventionell machen würde. Und das wäre, ich würde davon erzählen, dass ich das erste Mal in der neuen Schule, in die mein Sohn geht, eine ganz, ganz stinknormale Schule, beim Elternsprechtag war. Das war vor 5 Tagen und dieser Eindruck sitzt noch sehr tief. Zum Elternsprechtag mit 2 Lehrerinnen, einer älteren Lehrerin und einer jungen Lehrerin. Und mein Sohn findet die beide so lala, also der findet die nicht schlecht und findet die auch nicht gut. Aber ich musste zum Elternsprechtag nicht, weil das Routine war, sondern weil mein Sohn verhaltensauffällig war in der Schule. Und zwar negativ verhaltensauffällig in 2 Hinsichten. Die erste Hinsicht war, dass festgestellt wurde, dass mein Sohn mindestens die Hälfte der Unterrichtszeit definitiv nicht aufpasst. Jetzt würde ich sagen, das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen. Wenn ich einen guten Vortrag höre, wie den ich gerade gehört habe, passe ich zur Hälfte nicht auf. Da passe ich schon deswegen zur Hälfte nicht auf, weil bestimmte Dinge, die in dem Vortrag gesagt werden, mich sofort dazu bringen, an bestimmten Dingen weiterzudenken. Oder meine eigenen Gedanken damit zu verknüpfen und ich erst ab einem Punkt, wenn ich damit fertig bin, in den laufenden Vortrag wieder einsteige, sodass ich sagen würde, ich habe zur Hälfte nicht aufgepasst, weil die andere Hälfte, die ich aufgenommen habe, so gut war. Das Gleiche passiert bestenfalls im Unterricht. Schlechtestenfalls im Unterricht passiert, dass man, weil es so schlecht ist, nicht aufpasst. Also Unaufmerksamkeit gehört zum Zuhören dazu, weil ich mich ja sonst gar nicht weiter konzentrieren kann. Je mehr eigene Gedanken ich habe beim Zuhören, umso schlechter höre ich am Ende zu. Also er passte den größten Teil des Unterrichts nicht auf und da machte man sich Sorgen. Jetzt hat er ein Zeugnis gekriegt, gute Noten, dass ich mir denke, Wahnsinn, ne, wie man sich das erlauben kann, die Hälfte der Zeit nicht zuzupassen und trotzdem noch halbwegs passable Noten, hat sozusagen den Respekt vor diesem Zeugnis noch einmal beträchtlich erhöht. Das Zweite war, und das war viel entscheidender, dass man sich anfing, in der Schule ganz ernsthafte Sorgen zu machen. Und zwar deswegen, weil mein Sohn unordentlich ist in der Schule. Der Musiklehrer hatte sich beschwert, der Musikordner meines Sohnes sei quasi ein Tohuwabohu. Jetzt habe ich natürlich gedacht, was für eine Kunst besteht darin, einen Unordner zu verwalten, im Gegensatz zu einem Ordner, was ja sozusagen die wesentlich kreativere Leistung ist, dieses Chaos halbwegs zu beherrschen. Später bin ich dann noch auf die Frage gekommen, braucht es Musikordner? Ne? Muss man im 10. Schuljahr sozusagen einen Arbeitsblätterordner haben im Musikunterricht? Aber das konnte ich nicht vertiefen, weil der Musiklehrer nicht da war. Die richtige Sorge ging um was anderes. Die ging nämlich darum, dass wenn mein Sohn auf ein Blatt Papier schreibt, dann wurde festgestellt, dass er nicht oben anfängt. Das heißt, dass er das Blatt nicht ausfüllt. Und das war der Punkt, der ihm allergrößte Sorge bereitete. Weil Unordner haben auch andere Kinder und unaufmerksam, das ist nicht so ungewöhnlich, aber dass ein Kind die Fülle des ihm dargebotenen Materials nicht korrekt nutzt, sondern zum Beispiel ganz rechts oben anfängt und in einer kleinen Spalte schreibt. Oder in der Mitte nur so ein Fenster ausfüllt. Und daraufhin machte man sich ganz ernsthafte Sorgen. Also wir wurden in die Schule gebeten und gesagt, ob wir mal einen Wahrnehmungstest gemacht haben. Man würde sich ernsthafte Sorgen machen, dass mein Sohn irgend so einen Knick in der Optik hat. Und noch weiterführend wurde der Besuch des Ergotherapeuten angeraten, was sozusagen dringend müssten die motorischen Fähigkeiten dazu gebracht werden, dass er quasi das Blatt motorisch besser beherrscht. Alles das, was ich Ihnen jetzt erzähle, nichts davon ist übertrieben. Es ist alles ganz, ganz wahr. Es ist kein einstudierter Witz.
Ich hätte zu gerne eine versteckte Kamera dabei gehabt. Dann hätte ich nichts erzählt. Ich hätte nur diese 15 Minuten dieser Sprechstunde einfach nur gefilmt. Was für mich interessant war, war, dass es natürlich ein Beleg ist von all dem, was wir meinen, was in der Schule nicht so gut läuft oder die meisten von Ihnen ja auch ähnlich sehen, kann man in diesen 15 Minuten dokumentieren. Man hätte einfach ohne Worte, einfach nur die 15 Minuten die Lehrer reden lassen müssen und es hätte keine weitere Diskussion mehr bedarft. Ich sagte gerade in der Einleitung, so macht man es sich einfach, weil Sie haben an vielen Stellen gelacht und wahrscheinlich sehen Sie die Welt diesbezüglich sehr ähnlich wie ich. Ich möchte nämlich eigentlich eher über die Punkte jetzt reden, wo Sie die Welt vielleicht anders sehen als ich. Und zwar im Hinblick auf das eine oder andere, was ich jetzt bei dem, was ich mitbekommen habe, erlebt habe. Und zwar möchte ich mir Gedanken machen, wenn wir doch eigentlich grundsätzlich kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Uns die Frage stellen, warum wir dieses Umsetzungsproblem haben. Und zwar möchte ich sie aus zwei Perspektiven stellen, einmal inhaltlich und einmal politisch-strategisch. Inhaltlich möchte ich bei dem anfangen, was Manfred Spitzer gesagt hat. Das war ein fulminant vorgetragener Vortrag, brillant mit sehr vielen Bonmots und Witzen. Trotzdem war es einer, der mir Unbehagen bereitet hat. Jetzt ist das natürlich gemein, weil Manfred Spitzer kann sich nicht wehren, der ist jetzt nicht da, aber ich will Ihnen sagen, worin mein Unbehagen besteht. Die Pointe war ja im Grunde genommen, dass wir die ganzen Segnungen und Unsegnungen der digitalen Technik nach Möglichkeit nicht in die Schule tragen sollten. Er hat das im persönlichen Gespräch auch bestätigt. Er sagt sozusagen, wir müssen die Schulen von der digitalen Technik freimachen. Wir dürfen nicht zugucken, wie das Stück für Stück Einzug hält. Und er hat Beispiele gebracht, die eine gewisse innere Fassungslosigkeit in mir ausgelöst haben, weil sie bei mir unter Ideologieverdacht stehen. Diese Behauptung zu sagen, dass wir über die Hände all unsere Lebenswelt so erfassen, dass wir dann denken und strukturieren, dass wir sie erfassen, begreifen, uns auf einen Standpunkt stellen, ist sicher nicht falsch. Ist in dieser Radikalität sicher aber auch Blödsinn. Ein Kontergan-Kind zum Beispiel kann durchaus einen scharfen Verstand haben, begreifen, erfassen und so weiter und so fort. Es ist nicht so, als dass der einzige Weg, die Welt zu erfassen, tatsächlich in dieser körperlichen Motorik liegt. Es ist eine wichtige Geschichte, aber es ist nicht alles. Viele von Ihnen werden der Überzeugung sein, wir brauchen in den Schulen mehr Musik, wir brauchen in den Schulen mehr Sport und mehr Theater. Ich bin auch der Überzeugung. Aber ich bin auch der Überzeugung, so ähnlich wie wir aus dem Begreifen und Erfassen keine Religion machen sollten, sollten wir das auch aus den kreativen Dingen, die wir alle schätzen und für richtig halten, nicht tun. Ich sage das aus eigener Erfahrung, ich bin ein extrem unmusikalischer Mensch, der froh ist, wenn er keine Musik hören muss. Jetzt kann man sagen, da muss aber eine furchtbare Sozialisation dahinter stehen. Da ist frühkindlich wahrscheinlich sehr viel schiefgelaufen. Es ist einfach so, ich bin in einer Welt quasi ohne Musik groß geworden. Und in einer Welt ohne Musik groß zu werden, bedeutet dann vielleicht bestimmte Dinge nicht zu entwickeln. Das ist klar. Und wäre vielleicht auch schön, wenn ich das hätte. Aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Also vielleicht lebe ich auch sehr, sehr gut damit, dass Musik in meinem Leben keine große Rolle spielt. Und das bedeutet, natürlich kann ich sagen, wir müssen ganz anders mit Musik umgehen, nicht mit Musikordner anfangen, sondern wirklich mit Musik machen und vieles andere mehr, ohne jeden Zweifel. Aber wir sollten nicht sagen, alle Kinder brauchen mehr Musik. Genauso wie wir, meine Schwester war entsetzt, als sie mein Buch Korrektur gelesen hat, sie ist Lehrerin, und ich sagte, das Wichtigste ist doch Bewegung. Ne? Mein Sohn kommt immer nach Hause, springt eine Stunde auf dem Sofa rum, weil er sich in der Schule nicht genug bewegen kann. Wir müssen also viel mehr Bewegungsangebote machen. Meine Schwester ist leicht körperbehindert und Bewegung spielt in ihrem Leben eine sehr geringe Rolle, ist also sozusagen etwas, was eher negativ konnotiert ist. Und deswegen fand sie sozusagen so pauschale Aussagen wie ohne Bewegung lernt man gar nicht richtig und alles geht über die Motorik und so weiter, regelrecht faschistoid. Und auch zu Recht. Natürlich würde ich sagen, also für meinen Sohn wäre es großartig, wenn es sehr viel mehr Bewegungsmöglichkeiten gibt. Wenn man eben nicht, wie Ken Robinson sagt, den Kopf nur als was betrachtet, was, nur den Körper als was betrachtet. Reinhard Kahl sagt, der Körper ist nicht, was man hat, sondern was man ist. Und Ken Robinson sagt, in den Schulen werden die Körper nur dazu benutzt, um die Köpfe von einem Klassenzimmer ins andere zu tragen. Also diese Art von Körperlosigkeit und so weiter, absolut d'accord. Aber aus Bewegung wiederum keine Religion oder Ideologie machen. Nicht sagen, jedes Kind muss sich möglichst bewegen. Nicht anfangen im Kindergarten, die Kinder so beim Lernen sozusagen immer hin und her gehen oder tanzen zu lassen oder sowas. Kann man machen, aber nicht immer und für alle. Und das gilt selbst wahrscheinlich für das, was ich von diesen Künsten in der Pädagogik fürs Wichtigste halte, fürs Theater spielen. Das heißt, ja, ist großartig. Man kann ganz, ganz viel über Theaterspielen machen, aber keine Religion draus machen.
Das Problem ist ja auch, wenn man aus all dem eine Religion macht und sagt, das ist das Wichtigste überhaupt und so weiter, dass man sich gegenüber Leuten, die eben etwas anderes für das Wichtigste überhaupt halten, natürlich angreifbar macht, weil man unter Ideologieverdacht gerät. Also für all diese Dinge sein, aber immer verstehen, wenn wir die Individualität von Kindern in den Mittelpunkt der Schule stellen wollen, müssen wir berücksichtigen, dass auch das Bedürfnis nach Musik und Sport und so weiter individuell höchst unterschiedlich ist. Ob das genetisch ist, ob das frühkindlich ist, ob das die Elternhäuser sind, spielt überhaupt keine Rolle. In dem Alter, wo die Kinder in die Schule kommen, sind da bereits stärkere und schwächere Präferenzen da. Deswegen aus nichts irgendeine Religion machen. Was mich aber bei Manfred Spitzer am stärksten gestört hat, ist, wenn ich diesen Standpunkt vertrete und wir sagen, die ganzen Segnungen oder Nichtsegnungen der digitalen Revolution halten wir aus der Schule raus, dann mache ich strategisch gesehen wahrscheinlich den größtmöglichen Fehler zum gegenwärtigen Zeitpunkt, bevor ich gleich auf die Technik im Detail eingehe, und zwar aus folgendem Grund. Wenn man sich die Frage stellt, wann bekommt man eine Bildungsrevolution oder Evolution, mir ist egal, welches Wort Sie dafür benutzen, wir meinen dasselbe, Transformation oder so, also wann wird in relativ kurzer Zeit sehr viel verändert? Wann passiert sowas eigentlich in der Gesellschaft? Denken Sie an die industrielle Revolution, denken Sie an 68 und so weiter. Was sind die Gründe? Wann passiert sowas? Das passiert dann, wenn der technische Fortschritt eine neue ökonomische Situation hervorbringt. Die industrielle Revolution hat den Sozialismus hervorgebracht. Die größte Veränderung, die wir im bundesdeutschen Schulwesen hatten, so zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre, ist dadurch ausgelöst, dass die Automatisierung rasant vorangeschritten ist. Und durch die Automatisierung die Anzahl sozusagen der Kreativberufe wahnsinnig gestiegen ist. Kurz gesagt, der Aufschrei war Mitte der 60er, wir haben nicht genug Ingenieure. Wir brauchen mehr gut qualifizierte Leute, weil viele der einfachen Berufe werden automatisiert, rationalisiert, fallen weg. Davon brauchen wir weniger und Kreative brauchen wir mehr. Kreative war technisch gemeint. Und deswegen konnte ein Buch wie das von Picht aus dem Jahr 1964 über die deutsche Bildungskatastrophe so ein Erfolg werden, weil er gesagt hat, wir brauchen mehr Ingenieure. Der hat doch noch ganz viel anderes gesagt, auch vieles Weise über Schule und dergleichen mehr. Aber er hat mit Zahlen quasi dokumentiert, dass das gegenwärtige System den zukünftigen Anforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland nicht mehr entspricht. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur Sozialdemokraten, dann auch selbst also die Filbingers in Baden-Württemberg und so weiter begriffen haben, dass das nicht mehr so weitergehen müsse. Dann haben wir die Durchlässigkeit geschaffen, da wurde BAföG eingefügt, es wurden Berufsschulen gegründet, Fachhochschulen und vieles andere mehr. Sie kennen das alles, sozusagen die sozialdemokratische Bildungsrevolution zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er, die zunächst ein Teilerfolg jedenfalls war. Und das ist alles dadurch entstanden, dass die Wirtschaft mit im Boot war. Jetzt haben wir das zweite Problem. Wir können die Technik nicht ausgrenzen, ich erkläre gleich noch warum. Und das zweite ist, wir können die Wirtschaft nicht ausgrenzen. Was heißt das? Wir haben gestern eine lange Diskussion gehabt, als wir 2 Stunden im Workshop zusammensaßen und haben uns die Hälfte der Zeit über den Kapitalismus unterhalten oder über die Wirtschaft. Und das waren sozusagen die, die angeblich die Schulen schlecht machen. Sie werden von mir als Kind aus marxistischem Elternhaus kein Loblied über den Kapitalismus hören, machen sich diesbezüglich keine Sorgen. Aber wenn Sie eine Frontstellung aufbauen an diesem Punkt, wird alles das, was wir an Bemühungen haben, nicht fruchten. Sondern wir müssen innerhalb dieses Transformationsprozesses, den es gibt, müssen wir Fuß fassen. Erstens, nicht alles, was an den Schulen schlecht ist, hängt mit dem Kapitalismus zusammen. Also die Noten hat nicht der Kapitalismus eingeführt. Das Effizienzdenken, was wir heute zu Recht, die Verwertung, Humankapital und so weiter, das sind neue Begriffe. Es sind neue, widerliche Begriffe, aber auf ein System, das in seinen Grundmauern schon viel, viel eher gefestigt worden ist und zum Teil Traditionen hat wie 45-Minuten-Takt, die aufs Mittelalter zurückgehen. Also eine Zeit, die wir nicht als durch und durch kapitalistisch beschreiben wollen. Wir färben das heute mit kapitalistischen Vokabeln ein. Aber sozusagen die Grundausrichtung des Systems ist älter als der Missbrauch, den wir heute unter ökonomischen Verwertungsaspekten allein schon sprachlich, ja, Kompetenzenhuberei und vieles andere mehr an den Schulen derzeit begehen. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und wenn ich sage, die technische Revolution treibt das Ganze, kann ich es auch so sagen. Eine Bildungsrevolution kriegen wir sowieso. Die ist längst im Gange. Brauche ich mir ja nur angucken, wie die Schulen in Skandinavien aussehen, wie sie in Kanada aussehen und so weiter. Dann habe ich eine ungefähre Vorstellung, wie unsere Schulen in 5 oder 10 Jahren aussehen. Die werden sich wahnsinnig verändern. Aber da wird nicht Reinhard Kahl gefragt bei dieser Veränderung. Ja? Und niemand von denen, die hier sitzen, werden gefragt, wie die vonstatten gehen soll.
Nein, das macht die digitale Revolution von sich aus. Das heißt, der Einsatz der Computer in den Klassenzimmern wird rasant ansteigen. Die ganzen Lernmittelbücher werden verschwinden, elektronische Software und so weiter, alles das, was Schwitzer erzählt hat, wird alles kommen. Wenn Sie sich die Schulen angucken, meine Schwester in Dänemark, ein großer Screen und alle sind da eingeklickt. Gucken Sie sich die Schulen in Kanada an. Tablets in den Schulbänken. Ja, jeder ist, kann man nicht mehr sagen, müsste das Handy abnehmen oder den Computer. Die Schule liefert genau das. Eine kleine Sperre, dass man nicht auf Facebook gehen kann und ansonsten ist das so. Das erzählte mir Jörg Dreger von der Bertelsmann Stiftung. Jemand, der 100-mal mehr gegenwärtig Einfluss hat im Hinblick auf die Veränderung der Schulen als wir alle zusammen. Leider. Der erzählte das und der schwärmte von den kanadischen Schulen, weil er sagte, das ist individuelle Förderung. Warum? Weil, wenn die Schüler nach Hause gegangen sind, werten die Lehrer die Laptops aus. Und dann kann man genau sehen, welche Aufgaben wurden gelöst, wo hat er sich schwer getan, wo hat er Männchen gekritzelt, statt dabei zu sein. Und dann kann man ganz gezielt da fördern, wo er nicht gut war. Ja? Das ist NSA in der Schule. Ja? Sie werden komplett gläsern. Und das nennt sich genauso Potenzialentfaltung wie das, was wir wollen. Im gleichen Sinne hat Byung-Chul Han, viele von Ihnen werden kennen, Philosophenkollege, mich mal regelrecht angeflaumt, ja, was das eigentlich mit dieser Potenzialentfaltung auf sich hat. Er hatte die Sendung gesehen, die Hüter und ich zusammen gemacht hatten, und hat gesagt, ob mir denn nicht klar wäre, dass mit allem, was ich da erzählen würde, ich die Situation nur verschlimmern würde. Im deutschen Schulsystem hat der Schüler noch immer die Chance, sein Gehirn in Sicherheit zu bringen, weil ein Klassenziel erreicht werden soll. Der muss nicht aufpassen, der kann sich schützen. Ja? Der hat auch Lehrer, die er noch begründet hassen kann. Auch das muss man im Leben ja mal üben. Ja? Wenn man nur von netten Menschen umgeben ist, kann man sich nie irgendwo durchsetzen. Aber Potenzialentfaltung, das heißt, komm her, ich guck mir dich, ich scanne dich. Ja? Und dann scanne ich deine Talente. Und da, wo du deine Talente hast, da fördere ich dich. Ja? Da wird gedüngt nach allen Regeln der Kunst, dass aus dir ein Spitzenathlet deiner Begabungen wird. Das ist doch sozusagen Effizienzdenken und nicht effektiv durch und durch. Uns muss klar sein, dass vieles von dem, was wir gut meinen, dass da solche Feinde lauern drumherum. Wir können nicht sagen, wir machen die Technik nicht mit, dann leben wir hier irgendwann so reformpädagogisch wie die Hutterer oder sowas. Ja? Dann werden wir eine Art von Sekte, die die Zeit nicht mehr miterlebt hat. Das kann sehr, 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 sehr schnell passieren, denn all diese Sachen werden kommen. Der Witz ist, wir müssen uns an diesen Dingen beteiligen. Wir müssen uns an den Veränderungen der Schule durch die digitale Revolution beteiligen. Wir sollen sie nicht den Leuten überlassen, die dafür sorgen, dass die Schulen dann aussehen wie die Schulen in Kanada. Daran beteiligen heißt nicht, alles zu digitalisieren, völliger Quatsch. Sondern das ist das, was Reinhard Karl sagte, nachdem Spitzer erzählt hatte, wie wir aus einer Technik Prothese machen, aus einem Werkzeug eine Prothese, wieder ein Werkzeug zu machen. Das heißt, wir haben nur eine Chance, etwas zu verändern, wenn wir sagen, wie wollen wir die Segnung der digitalen Revolution in der Schule einsetzen. Was wollen wir und was wollen wir nicht? Wenn wir aber sagen, wir verweigern uns dem technischen Fortschritt, der technische Fortschritt ist der einzige Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, der irreversibel ist. Es hat noch nie einen Standpunkt gegeben, dass eine Kultur freiwillig einen Rückschritt bei der Technik gemacht hat. Außer sie ist von außen zerstört worden. Aber von der inneren Dynamik her geht der immer weiter und immer weiter und immer weiter. Das ist das Einzige, was ich nicht aufhalten könnte. Ich gehe sogar so weit, um zu sagen, der technische Fortschritt ist im Augenblick der einzige Fortschritt, der diese Gesellschaft überhaupt vorantreibt. Wir haben im Augenblick überhaupt keinen ernstzunehmenden sozialen Fortschritt, der die Menschheit vorantreibt. Sondern der technische Fortschritt treibt alles und schafft immer wieder neue Probleme. Ja, von NSA bis zur Allmacht von Google und was weiß ich was alles. Und wir hinken hinter der ganzen Entwicklung hinterher. Der zieht die ganze Lokomotive. Alles andere, wie noch in den 60ern oder so, wo wir lauter Utopien erträumt haben von alternativen Gesellschaften, findet zwar in kleinen Zirkeln statt, aber gesellschaftlich wirkungsmächtig ist davon fast nichts. Wirkungsmächtig ist der technische Fortschritt, alles anders hinkt dem hinterher. Und das müssen wir akzeptieren, dass es so ist. Das heißt, wir können natürlich sagen, wir müssen den sozialen Fortschritt, richtig. Aber wir müssen es an den technischen Fortschritt andocken und nicht gegen eine Entwicklung des technischen Fortschritts, die wir nicht aufhalten können. Das ist sozusagen das Problem und das wäre mein Gegeneinwand gegen Spitzer. Klar, darüber nachzudenken, was sollten wir besser nicht machen. Wir sind uns sicher alle einig, Smartphones für Fünfjährige ist eine beschissene Idee und so weiter, völlig klar. Aber sagen, Schulen, die frei sind von dieser digitalen Revolution, das ist absurd. Und das wird in 5 Jahren noch absurder sein und in 10 Jahren wird es lächerlich sein. Wir machen uns abständig mit solchen Forderungen. Das heißt, wir dürfen diese Entwicklung nicht nur denen überlassen, die
als im Geiste quasi nur dem technischen Fortschritt verpflichtet sind, sondern wir müssen unsere Utopien, unsere Überlegungen, das, was wir gut finden. Vieles von dem, was wir gut finden, ist 200 Jahre alt, anderes 100 Jahre alt, manches haben wir schon von alten Griechen gelernt und so weiter. Das müssen wir dort einfließen lassen. Nur dann haben wir eine Chance, gesellschaftlich wirkungsmächtig zu sein. Stellt sich bei den vielen Wirs, von denen ich gerade geredet habe, die Frage, wer sind denn wir? Eine der wichtigsten Fragen. Ich benutze dieses Wir sehr gerne. Es ist eigentlich ein Trick. Dieses Wir ist eigentlich ein Trick. Ich habe als Kind immer, wenn ich Musik gehört habe, die Lieder von Degenhardt gehört. Und da hieß es auch immer, das werden wir schon ändern. Ja, da war immer von einem Wir die Rede, von dem ich nie genau wusste, wer dieses Wir eigentlich war. Aber es gab mir ein gutes Gefühl. Und deswegen machen wir das natürlich auch gerne. Wir klopfen uns auf die Schulter, dass wir sind. Die Sache ist nur, in Wirklichkeit sind wir nicht besonders wir. Und das macht uns so schwach. Dass nämlich all diejenigen, die etwas verbessern wollen und die sich im Großen und Ganzen auch sehr einig sind, was sie verändern wollen, zum Beispiel, dass man auch Musikunordner führen darf oder vielleicht keinen Musikordner braucht, wir müssten uns unglaublich einig sein auf organisatorischer Ebene. Das ist nämlich das ganz große Problem, dass alle diejenigen, die bessere Schulen wollen, organisatorisch sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Natürlich ist es dankbar, dass es das Archiv der Zukunft gibt. Aber das Archiv der Zukunft ist nicht die einzige Organisation, das wissen Sie alle, es gibt auch noch viele andere, auch gute Organisationen und dergleichen mehr. Und es gibt ganz viele kleine Initiativen und so weiter. Aber wir haben keine Chance, mit einer Stimme irgendwo laut zu sprechen. Ja, der Philologenverband, der kann sofort eine ganze Anzeige irgendwo in der FAZ oder sowas machen, wumms. Dann wird der Vertreter des Philologenverbandes in eine Talkshow eingeladen. Da gibt es sozusagen eine ganz klare, übersichtliche Struktur. Es gibt quasi, der Philologenverband ist sicher kein Think Tank, ja, aber er wird als solcher quasi betrachtet. Er wird als solcher betrachtet, genauso wie eine Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zum Beispiel. Ne? Eine verbrecherische Organisation im Grunde genommen, unglaublich einflussreich, weil sozusagen die ganzen neoliberalen Kräfte sich hinter diesem Tarnnamen zu einer schlagkräftigen Organisation zusammengefunden haben. So etwas haben wir nicht. Wir können nicht gegen den Philologenverband den Vertreter sozusagen von uns irgendwo hinschicken, sondern wir haben Einzelpersonen. Ein paar von diesen Personen sind in der Öffentlichkeit irgendwie bekannt, ja. Aber das ist dann, wird dann als Person eher wahrgenommen. Der kann gar nicht berechtigterweise wir sagen, wenn der irgendwo sitzt. Der kann nur so ein wir anraunen, um Menschen das Gefühl zu geben, dass es ein wir gibt. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Rivalitäten, die es zwischen den verschiedenen Vereinen gibt, Initiativen gibt und so weiter, so weit wie möglich überwinden. Wir müssen nicht Freunde werden. Aber wir müssen etwas darüber gründen, unter das wir alle mit dem, was wir machen, klein und vor Ort und besser und so weiter machen, dass dem Ganzen ein Dach gibt und dass wir sagen können, mit dieser Stimme und als dieses Dach können wir sprechen. Das ist absolut wichtig. Ich glaube, dass das tatsächlich die größte Aufgabe ist, vor der wir jetzt in einem Nahhorizont stehen. Dass wir tatsächlich so etwas gründen. Vielleicht im Herbst im Bregenz, wenn wir es hinbekommen. Es wäre jedenfalls wünschenswert. Das heißt ja nicht, dass wir alles das, was wir individuell bisher aufgebaut haben, was unsere eigene Lebensleistung ist, unsere eigenen Projekte und so weiter, dass wir das jetzt nivellieren sollen. Das bleibt alles das Gleiche. Nur wir müssen etwas darüber haben, um diese Macht überhaupt zu entfalten, die wir so manchmal in so schönen Momenten, wenn wir unter uns sind, sozusagen das Gefühl haben, ah, das wird schon alles, wir sind ja die Guten. Ja. Aber wenn Sie dann rausgehen und in die Sprechstunde Ihrer Kinder gehen und so weiter, plötzlich merken, Himmels Willen, ja, uns gibt es gar nicht. Ja. Und dann kommt der nächste Punkt immer, wo man sagt, wo muss man, ich habe das gestern auch versucht, mit den Studenten zu besprechen, wo muss man in diesem System eigentlich den Hebel ansetzen? Also eine wichtige Sache ist, dass wir uns unter ein Dach organisieren müssen. Das, glaube ich, würde schon mal den Hebel, jetzt reden wir nur über den Hebel selber, ist ja noch die Frage, wo dieser Hebel dann ganz konkret ansetzt. Jetzt würde man sagen, normalerweise, klar, oben können wir nicht ansetzen, ist es gut, unten anzusetzen. Ne? Also müssen gucken, dass wir sozusagen Stück für Stück einzeln schulen und so verbessern, verändern und so. Das ist richtig. Aber auch da hat diese Sprechstunde mich regelrecht fertig gemacht. Weil die letzten 5 Minuten, nachdem wir den Unordner durch hatten und das nicht ausnutzen sozusagen des Blattes, habe ich die Biologielehrerin gefragt, also mein Sohn hatte eine 3 in Bio und das ist sein Hauptinteressensgebiet.
Das ist mir jetzt nicht unbekannt. Also ich bin im Deutschunterricht in meinen gesamten Schulzeiten über eine 3 nicht hinausgekommen. Also das ist, sowas kommt vor. Aber der Witz war jetzt wirklich, also wieso eine 3 in Biologie, da hat man doch mal nachgefragt und so weiter. Ja, was machen Sie denn so? Im 5. Schuljahr, da wird jetzt die Zelle behandelt. Ne? Großartig, ne? Wir haben Pflanzen, Tiere behandelt, ne? Die beginnen gleich mit der Zelle. Ohne dass die Kinder genau wissen, wo es überall Zellen gibt, hat mein Sohn dann gefragt, wo sind denn Zellen? Ja, in der Haut und wo noch? Ja, pff, ne? Aber man lernt dann innerhalb relativ kurzer Zeit sozusagen den Aufbau der Zelle, ne, und die semipermeable Membran und das endoplasmatische Retikulum und den Golgi-Apparat und so. So einen Scheiß, was wir erst im 10. Schuljahr gelernt haben. Warum? Weil man sagt, in welchen Berufen arbeiten die denn später? Weil man gesagt, welchen Berufen arbeiten die später? Das ist genau aus dieser Richtung. Das ist Nordrhein-Westfalen. Ja, sozusagen rot-grüne, ja, sozusagen mit viel Schwung, jedes Kind muss mitgeholt werden, Schulen besser und so, aufgeschlossene Kultusministerin. Da wird ein solcher Lehrplan von Leuten gemacht, die wahrscheinlich irgendwie nicht den leisesten Bezug zu Kindern in irgendeiner Form haben können, wenn sie im 5. Schuljahr damit anfangen. Dann hab ich die nächste Frage gestellt, warum immer nur Arbeitsblätter, warum nicht wirkliche Blätter, also warum nicht mal in den Wald gehen? Also ich habe die arme junge Biologielehrerin sehr, sehr freundlich gefragt, ob sie das schon mal gemacht hat mit der Schulklasse in den Wald zu gehen. Nee, hat sie nicht. Da habe ich gesagt, ob sie sich vorstellen könnte das. Und ja, vorstellen könnte sie sich das, aber dann konnte sie sich das doch nicht vorstellen, weil dann braucht man eine zweite Betreuungsperson. Und man braucht eine Genehmigung. Ja, das ist ein gewisser bürokratischer Aufwand, der damit verbunden ist, um einmal mit der Bio-Klasse rauszugehen. Und das muss man sich überlegen, im ganzen Stress, den man als Lehrer noch hat, sich das alles ans Bein zu binden. Und jetzt stellen wir noch schlimmstenfalls vor, da passiert irgendwas im Wald. Und dann die aufgebrachten Eltern, die da kommen und so weiter. Und da habe ich wieder gedacht, das nützt ja jetzt nichts, der Lehrerin sozusagen einen kleinen Tipp zu geben, was man machen könnte oder so, wenn das gesamte System ja so auf Nichtveränderbarkeit angelegt ist. Das ist sozusagen das Problem, also die repräsentative Bürokratie, ja, die alles sozusagen derartig einzäunt, lässt ja kaum Entwicklungsmöglichkeiten zu. Und die guten Schulen, die wir in Deutschland haben, sind ja zum Teil durch Unfälle entstanden. Ja, also dadurch durch die Konkursmasse der DDR und dann plötzlich eine rechtliche Unsicherheit und dann durch einzelne Personen, die Kraft und den Mut gehabt haben, sowas zu entwickeln. Aber in einem richtig festgezurrten System, das Ganze ist natürlich wahnsinnig mühselig. Und was man eigentlich anbieten müsste, wenn man so unter ein großes Dach ist, dann ist das, was zum Teil die einzelnen Initiativen auch machen, müsste man viel professioneller machen. Man müsste den Schulen quasi etwas an die Hand geben, und das darf nicht nur die Bertelsmann Stiftung machen, das sollten wir nämlich auch machen, wo man sagt, pass mal auf, wir kommen zu euch in die Schule und erzählen euch mal was, wie eine gute Schule funktioniert. Jetzt können ja die Leute, die guten Schulen leisten, nicht quer durch die Republik nur als Nomaden die ganze Zeit unterwegs sein, weil sie auch ihre eigenen Schulen machen müssen und die Kapazitäten nicht frei haben. Aber wir müssten Leute machen, die für gute Schulen werben, um das einfach mal vorzustellen. Weil ich glaube, diejenigen von Ihnen, die Lehrer sind, die sind schon häufiger hingekommen zu Veranstaltungen, wo sie mit Ideen und so weiter konfrontiert werden. Aber der allergrößte Teil der Lehrer kennt gar keine andere Art von Schule als die Schule, in der es ist. Und wenn Sie das nicht wirklich kennen, dann halten Sie das, was Sie machen, egal wie perfekt schlecht oder sowas das ist, ja, das machen Sie dann immer weiter. Das heißt, wirklich hingehen und anbieten und in der Schule und Vorträge über andere Schulen machen, überhaupt diesen Samen in die Köpfe setzen. Und dafür können wir uns nicht darauf verlassen, diejenigen, die sowieso schon kommen, die haben wir ja schon, sondern wir müssen eigentlich in die Schulen gehen und diejenigen entzünden, ja, wie Flammen entzünden, nicht wie Fässer füllen, sondern Flammen entzünden, die von sich aus gar nicht auf die Idee kommen würden. Und wenn da auch nur 5% von dem irgendwo hängen bleibt und so weiter, dann können wir durch diese Arbeit Stück für Stück können wir relativ viel machen. Dafür müssten wir aber Teams zusammenstellen aus guten Leuten, die sowas machen. Die in die Schulen gehen und für gute Schulen anhand von guten Schulen werben. Das wäre etwas, was wir viel systematischer machen müssten. Und wo wir sehr viel Kräfte mobilisieren können. Da kann man über organisatorische Fragen nachdenken. Also ich glaube, der erste Schritt wäre das Dach. Und der zweite Schritt wäre eine Art von Agenda, etwas, was wir als Dienst quasi bereit sind zu machen, und zwar möglichst flächendeckend zu machen und anzubieten. Das ist auch eine finanzielle Frage, aber dann kommen wir schon in Detailfragen, mit denen ich mich jetzt hier nicht beschäftigen will. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn wir das Dach haben, wäre das auch im Hinblick auf Sponsoren ausgesprochen günstig. Wir brauchen einen sehr guten Namen, wir müssen das alles unter dieses Dach fassen. Und dann kann man eine Menge Fundraising machen dafür, für dieses Projekt. Da bin ich ziemlich offensichtlich. Und dann kann man die Schlagkraft, die jetzt einzeln so stark ist, aber so verkleckert ist, diese Schlagkraft, die können wir dann hoffentlich erhöhen. Das war es, was ich sagen wollte. Danke.